Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. So ein Spaß. Es ist heute Sonntag und eigentlich bin ich total platt, weil wir gestern ja da die Wand weggerissen haben. Und jetzt, 10 Uhr, beginnt hier die Premiere. Also, noch knappe 2 Minuten, dann geht's los. Da möchte ich auch gerne dabei sein. Wenn ich die ganze Familie hier warten würde mit dem Frühstück, weil das dauert jetzt nochmal 10 Minuten. Und dann muss ich schnell nochmal mein Frühstück dazwischen schieben, denn kurze Zeit später beginnt schon die Premiere bei Adi Online. Ach, da sind wir ja gerade auf dem Kanal. Noch 1 Minute her und dann geht's los. Ach ja, und dann steht heute auch nochmal wieder Traumhaus auf dem Programm. Wir müssen da einmal hin. Der Doppel-T-Träger muss da ja rein und es gibt keinen Maurer, der das für uns macht. Den ersten, den wir gefragt haben, der hat keine Zeit. Der zweite, den wir gefragt haben, der hat erst ja gesagt. Da hat er gefragt, ja, was muss ich denn tun? Da habe ich gesagt, ja, die Wand nehmen wir raus, du musst nur da oben den Doppel-T-Träger. Da hat er gleich gesagt, nö, dann mache ich das nicht. Und jetzt greife ich auf Freunde zurück. Also, gute Freunde aus der Vergangenheit, hätte ich fast gesagt. Also, mit denen man früher schon gespielt hat, mit denen spielen wir jetzt auch. Und zwar Doppel-T-Träger einsetzen. Und es geht los, die Max und Ash Show. So, also das filme ich jetzt nicht. Ich muss nämlich hier jetzt ein bisschen was im Chat schreiben. TipTapTube-Premiere ist zu Ende. Und gleich geht es hier bei Adi Online weiter. Ich habe noch ungefähr 7 oder 8 Minuten zum Frühstücken. Also dann mal los. Was für ein Sonntag, oder? Sonntag mit den Zuschauern und mit Video. Geht doch gar nicht besser. Boah, wir sollen den fetten Pott hier essen, oder? Was ist das? Joghurt. Porridge? Joghurt. Porridge? Joghurt. Jetzt gibt es erstmal Frühstück hier. Ash? Wo ist Ash? Wo ist Ash? Der ist nicht hier. Was? Der ist schon weg. Wo ist Max? Wir heute so ganz alleine. So romantisch. Mhm. Ein Sonntag zu zweit. Mit ein paar Zuschauern. Und mit ein paar Videos. Und ein bisschen schneiden. Und gleich müssen wir noch zur Baustelle. Und haben wir noch irgendwas auf dem Plan heute? Mhm. Ah. Was? Ich traue. Mach nichts, kau ruhig. In meinem Video darf man das. Erzähl. Ein Video aufnehmen? Ja, mach ich gerade. Bio-Abfragen? Bio-Abfragen? Das wird mir jetzt zu viel. Also, ich wollte gerade schon sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das ist ja das kürzeste Video hier. Nein, aber es geht noch weiter, weil wir uns ja gleich mit dem Maurerfreund treffen. So, fertig. Die Hälfte gegessen, mehr geht nicht. Der Rest kommt morgen. Schnucki, bist du auch fertig? Mhm. Auf zur Premiere. Gerade zum Tisch abdecken. Gerade eben habe ich hier so gesessen. So, so. Und dann so gegessen. Dann habe ich gedacht dabei, das müsste man eigentlich mal aufnehmen. Ich bin total kaputt, mir tut alles weh. Von dieser Wand, vom Wegkloppen gestern. Aber man will das natürlich auch nicht zugeben. Also macht man hier gute Miene zum bösen Spiel. Ne, zum kaputten Spiel. Ja, und wie geht's dir? Auch platt, ne? Also, wir sind echt irgendwie gerade... Ja. Aber es macht Spaß, oder? Ich wollte sagen, jetzt sagst du, aber es regnet ja draußen, dann geht's. Also, auf zum Premiere. Hier mein Wasser nehme ich mir mit und dann geht's jetzt mal los. Ich glaube, das geht auch gleich los, oder? Schauen wir mal kurz hier. Premiere startet. Ach, in 60 Sekunden geht's los. Aber hier schreiben auch schon so ein paar. Und da schreibe ich jetzt mal mit. Ich mache die Kamera erstmal wieder aus. Ich gehe nachher noch weiter. Premiere ist jetzt zu Ende. Und ich habe da tatsächlich vergessen aufzulösen, was dieser Schminkspiegel am Schornstein ist. Und schon sind wir los. Wir schleppen hier erstmal schon wieder Spielsachen. Wie viele Spielsachen haben wir schon hergeholt? Und nicht wegdrehen. Du musst hier her. Guck, das kippt gleich. Nee, wir kommen gleich. Schön nach vorne gucken, immer nach vorne gucken, Schnucki. Und dann wollen wir alles ausladen. Hä, ist ja schon alles ausgeladen. Ha, da wollte ich mal witzig sein. Habe ich jetzt gerade in den Kommentaren gesehen. Nee, im Chat war das. Adi will witzig sein. Haha, Überraschung, ich bin witzig. Naja, okay. Auf so eine 50 Jahre. Nee, Area 51 Art. Also eben habe ich hier schon den zweiten Hobel von ihm ausgeladen. Das sind also hier seine 2 Motorräder oder die keine sind, also so ein Spielzeug. Also eigentlich sind das ja gar keine. Also mit seinem meinte ich natürlich Ashs Kram. Und dann kommt jetzt hier noch diese Krams raus. Ist ja nicht viel, aber jeden Tag ein bisschen. Das war's denn auch jetzt. Das ist hier der Spielkram, den wir heute geholt haben. Das ist der Spielkram. Ach nee, das war ein Weihnachtssache. Also jetzt gehen wir mal rein. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben, wer ist das denn? Oh, das bin ich ja. Dieser doofe Witz schon wieder. Also. Wir sind jetzt wieder zurück und haben da mit dem Maurer gesprochen und der hat erstmal drüber sich gewundert, was der Statiker da so gesagt hat, was hier die Geräusche sind. Das ist hier die Marie. Die macht mir was zu essen. Low Carb. Naja, jedenfalls hat er gesagt, dass wir diesen Doppel-T-Träger, der da oben eingezogen werden soll und der auf einer Stütze stehen soll, doch einfach in die Wand rein und dann hält das schon. Und, aber der Statiker sagt, nee, nee.
da, diese Wand hält das nicht und da muss eine Stütze drunter und überhaupt ist der Balken, der, also dieser Doppel-T-Träger ist riesen, 30 cm hoch irgendwie. 20 oder 24. Ja, aber dann ist noch ein bisschen Luft drunter oben und ja, darunter kommt auch noch eine Verschalung drumherum. Also man hat da hinten einen 30 cm großen Klotz an der Decke. Sieht halt auch so ein fetter Balken dann. Ist ja auch okay. So, jedenfalls gibt es da noch ein paar Problemchen. Und gerade eben, deswegen habe ich eigentlich gedacht, hole ich mal schnell die Cam. Stehe ich hier so? Ja. Mal ein Telefon. Na. Also, da stehe ich hier gerade so und habe mir für meine Gemüsepfanne hier ein bisschen Käse geschnitten und da war so ein Käserand übrig. Also wir haben hier so einen Tischmülleimer stehen, ne? So macht man den Deckel auf und dann tut man da den Käse rein. Das war die andere Seite. Die hat Marie weggeworfen. Und ich habe dann so gedacht, jo, Käse mal hier aufgemacht und da habe ich den dann reingeworfen. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen von der Rolle her. Ich habe auch echt wenig geschlafen. Ich schlafe eigentlich überhaupt gerade schlecht, weil irgendwie mein ganzer Kopf, der dreht sich einfach nur noch um das Haus und überlegt hier, wenn man einen so einen Balken da hat, kann man da vielleicht noch einen zweiten hinmachen und mit dem Fenster, wann kommen wir da weiter, machen wir das nächstes Jahr oder jetzt. Aber nächstes Jahr, dann wird das so ein Dreck und eigentlich müsste man das jetzt machen, aber die Fenster dauern 6 Wochen, bis die kommen. Und was machen wir denn in der Zwischenzeit, da könnte schon und so weiter und so fort. Also, wir halten euch ja ständig auf dem Laufenden, was da passiert. Jetzt gerade eben dachte ich, Marie hat hier schon nach dem Essen gerufen, aber sie hat noch gar nicht gerufen, ne? Nein. Dann kann ich ja wieder weggehen. Ja. Ich will ein bisschen Netflix gucken. Haha, nee, ich muss heute noch ein Video schneiden. Viertel nach zwei, habe ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt gibt's gleich erstmal Mittag. Das sieht so lecker aus, was du da für mich machst. Ja. Wer hat denn eigentlich das da gegessen? Pizza? Weißgift? Ja. Wieso hat eigentlich Marie schon gegessen und ich nicht? Ich hab noch nicht gegessen. Hast du doch gerade gesagt. Ein Stück von der Pizza und ich esse eigentlich Spaghetti da jetzt. Und ich habe hier einen Fleck, muss ich kaschieren. Mach den Fleck weg. Das war von der Pizza zum Abbeißen. Hm. Also wenn man so gierig ist, ne, dann haut man sich da so, dann ist das alles gut. Ja, genau. Nee, also ich esse Spaghetti heute mit Pesto und Pfeffer. Und wir? Was machen wir jetzt hier? Gibt's bei mir immer zu sehen auf meinem Kanal. Ja, da gibt's so ganz leckeres Essen immer. Und was mache ich jetzt hier auf meinem Kanal? Das ist ja ein Umbau-Vlog. Hier wird aber nichts umgebaut. In dem Video vielleicht auch nicht. Morgen. Ja, das wird trotzdem nichts umgebaut. Hast du den Käse rausgefischt? Ich kann ja meine dicke Wampe hier nochmal zeigen. Den Käse habe ich noch nicht rausgefischt, nee. Das ist so mein Tee. Ja, aber dann muss das ganze Wasser da raus jetzt. Ich kann mal versuchen, den da rauszufischen. Den Käse einfach oben drauf bei dir haben, als Stückchen, weil sonst schmilzt der gleich. So. Ja, so, der Käse ist weg und jetzt kommt er da hin, wo er eigentlich reingehört. Alarm, Schnucki, was ist passiert? Ist das, war der... Nein, der gute Regenbogensaft. Das letzte Glas. Nee, vorletzte. Ich hol dir ein neues, das macht Scheiße. Nichts. Also das vorletzte, dann haben wir hier noch eins irgendwo. Nee, das war, ja. Noch hier oben. Das ist doch für die Kinder hier. Trinkst du den Kindern den guten Regenbogensaft weg? Nein, die wollten den nicht. Die wollten den nicht? Wie kann man denn das nicht wollen? Also, unser guter Regenbogensaft ist zu Ende. Das ist die letzte Flasche gewesen und jetzt kann ich einen neuen machen. Und es hat auch schon jemand geschrieben, ob ich diese neue Zitruspresse, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Habe ich mir die nicht selber gekauft? Na egal. Also, diese Zitrus... Was? Oh, das Gesicht von Marie hier mal wieder. Der Zug entgleist gerade. Ich habe das auch schon im Video gesagt. Da habe ich zu... So, jetzt geht's weiter. Der Akku war mal wieder leer. Bei längeren Videos ist er halt öfter mal leer. So, jedenfalls, diese Zitruspresse, die hatte ich mir ja beim Mediamarkt ausgesucht. Und die kann ich ja dann nochmal testen. Und dann gibt's leckeren Orangensaft. Langweilig, ne? Gar kein Regenbogensaft, sondern nur Orangensaft. Schnucki, hast du irgendwie so großen Hunger? Ja, ich bin schwanger. Ich brauche keinen Titel, muss man es nicht sagen. Ah, meine Frau ist schwanger. In deinem Alter fällt da keiner mehr drauf rein. Mit 40 geht noch. Mit 51 nicht mehr. Ich kann damit. Die sind mit 42 oder 45 Meter geworden. Wollen wir noch ein Kind? Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir noch ein Kind haben? Ja, genau. Also brauchen Max und Ash noch ein Brüderchen. Also vielleicht Max und Ash und jetzt kleine Marie vielleicht? Wirst du nicht ertragen. Okay, so, also, jetzt gibt es hier was zu essen und zwar dieses, also diese Hackfleischpfanne hier, da kommt noch ein bisschen Käse dazu und Eiweißbrot. Keine Kartoffeln, keine Pommes, kein Weißbrot, kein nichts, was Kohlenhydrate hat. Guten Appetit! So und guten Morgen zum nächsten Tag. Heute ist schon Montagmorgen. Wir sind jetzt alle aufgestanden. Hier kommt langsam Bewegung in die Bude. Und gestern haben wir gar nichts gemacht. Also,
der Schock vom Samstag von dieser Wand wegnehmen, der war einfach so groß, dass wir erstmal ein bisschen ausruhen mussten. So, heute Morgen ist echtes Scheißwetter. Es regnet und damit ist wahrscheinlich meine Fahrradtour gestorben und mein Morning Walking ebenfalls. Hier macht sich jemand Frühstück. Mäuschen, was ist das für ein leckeres Brot? Eiweißbrötchen? Magst du die? Die sind cool, ne? Tja, Papas Ernährung färbt langsam ab. Das Wetter ist einfach scheiße. So, gestern sind wir natürlich nochmal in unserem Traumhaus gewesen. Und wir hatten auch den Maurer da. Und der Maurer hat gesagt, das hat er in der Statiker hier gerechnet. Also, das gibt dann natürlich einmal den Statiker, der rechnet aus, was da jetzt, wo die Wand fehlt, für einen Träger rein muss. Und dann gibt es den Maurer, der weiß, was da rein muss. Das sind nicht unbedingt die gleichen Sachen, weil der Statiker, der sagt dann so, das muss auch ein Erdbeben aushalten und ein Meteoriteneinsturz und was weiß ich nicht, was alles. Und der Maurer sagt, das ist eine Betondecke, da ist Stahlarmierung drin, da braucht eigentlich gar nichts drunter, das reicht, wenn man da sowas macht. Ja, und nun habe ich das Problem, dass wir da so eine Stütze drunter stellen müssen noch an der einen Seite, weil der Stein das angeblich nicht hält. Und auf der anderen Seite, wo der gleiche Stein ist, da hält das. Das heißt, ich verstehe es nicht, ich habe es schon vorher nicht verstanden. Der Maurer hat auch gesagt, so, weiß ich nicht. Es gibt natürlich einen Punkt, wenn man diese Metallstütze durch die Ytongwand auf der Außenwand schiebt, dann entsteht da eine Kältebrücke. Der Maurer sagt, Steinwolle zwischen, dann geht das. Ich muss jetzt nochmal beim Statiker anrufen und fragen, wie wir das jetzt machen wollen, weil so ein fettes Geschütz, das ist 5,50 Meter lang, das wiegt irgendwas zwischen 300 und 400 Kilo. Das hat man auch nicht mal so schnell darauf gebuchtet und es gibt auch noch andere Probleme. Ne? Da, wenn man zum Beispiel, also der Statiker hat gesagt, einfach nur dazwischen legen, auf der einen Seite auflagern auf der Mauer und auf der anderen Seite eine Stange hin. Der Maurer sagt dann, es wackelt doch. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn man da das Teil nur oben drauf stellt. Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen. Ich muss jetzt gleich nochmal mit dem Statiker telefonieren. Heute kommt nochmal der Dachdecker wahrscheinlich nicht bei dem Regen. Es geht im Moment jetzt leider nicht weiter, aber dafür sind wir ja am Samstag mal richtig ein fettes Stück weitergekommen. Diese Mauer da ist weg und man sieht jetzt schon mal so ein bisschen, wie es werden soll. Vielleicht fahren wir nachher auch nochmal los, aber das gibt es dann im nächsten Video, denn heute ist erstmal Abschlussvideo für das Video von gestern, heute Morgen, vorgestern, dann komme ich schon langsam durcheinander. Also, heute ist Montag, wo ich das hier drehe. Dieses Video hänge ich aber an das Video von Sonntag ran, weil ich da gar nicht zu Ende gedreht habe. Und heute, also Montag, kommt noch ein neues Video. Einverstanden? Machen wir das so? Also, ich wüsste nicht, wie ich das an, sonst wäre das andere Video einfach so zu Ende. Das ist ja auch doof. So, und nun wollen wir mal sehen, was wir heute mit diesem schönen, verregneten Sonntag machen. Von wegen Sonntag. Montag. Happy Monday. Gibt's noch was zu sagen? Nö. Ach so, es wurde mal geschrieben, wir sollten mal ein Frage- und Antwort-Video machen. Also, wenn ihr das mal wollt, stellt mir Fragen, schreibt die mal in die Kommentare rein und wir beantworten das dann in einem nächsten Video. Ach, streamen, vielleicht auch ist ein Stream vielleicht oder ein Video. Schreibt einfach mal alles da rein. Ja, und dann muss ich jetzt ja nochmal betteln. Abonniert meinen Kanal, macht die Glocke an und da war doch noch irgendwas. Abo, Glocke an. Ach ja, Daumen hoch. Also, ich weiß nicht. So, ciao.